Liebe Geschwister, meine herzlichen Glückwünsche. Allah Ta'ala möge eure Anstrengungen der letzten Tage annehmen, der Anstrengungen des Monats Dhul-Hijjah, der ersten Tage, euer Fasten, euer zusätzliches Dhikr, euer zusätzliches Bittgebet, eure Aufopferungen, eure guten Taten, der Aufforderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leistend, dass dies die besten Tage des Dhul-Hijjah sind und dies ist auch noch dazugehörig, ja, die ersten 10 Tage des Dhul-Hijjah. Das sind die besten Tage, die Allah Ta'ala erschaffen hat und an dem ihm die Taten lieb sind. Und so möge man sich helfen durch viel La ilaha illallah sagen und Allahu Akbar sagen und Alhamdulillah sagen. Meine Glückwünsche, liebe Geschwister. Alhamdulillah, ich sehe hier einige Geschwister, die sich eine doppelte Belohnung holen wollen, die freiwillig hier sind, weil sie schon zum Eid-Gebet hier waren. Andere, die heute Morgen verhindert gewesen sind und gewählt haben, heute zum Freitagsgebet zu kommen, weil es ihnen möglich war, Alhamdulillah. Und meine Glückwünsche an diejenigen, die hier freiwillig sind, ja, und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr diejenigen, die nicht verheiratet sind, aufgrund der Heirat bis zum nächsten Jahr, dann, falls dieselbe Situation nochmal auftreten sollte, dann verhindert sein werden. Ja, dass sie ihrer Pflicht nachgekommen sind durch das Eid-Gebet und dann familiär aufgehalten worden sind, dann das Freitagsgebet zu besuchen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sehr viel vom Koran in seinen Freitagsgebeten vorgetragen. Deswegen finden wir in den Büchern, in den Hadith-Büchern, wenig von seinen Freitagsansprachen, weil seine Freitagsansprachen gefüllt mit Koran waren. Und die Surat Qaf wurde von einigen Prophetengefährten sogar auswendig gelernt, allein aufgrund des Zuhörens am Freitag, während der Freitagspredigten vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Sure ist etwas mehr als 2,5 Seiten. Heute habe ich für euch auch eine Sura vorbereitet, die wir im Ganzen miteinander durchgehen werden, im Arabischen, in der ungefähren Bedeutung auf Deutsch und einige Lektionen zusätzlich, um mit Licht, mit gesteigertem Licht nach Hause zu gehen. Es ist die, der Reihenfolge nach betrachtet, 49. Sura, Al-Hujurat, die heißt die Gemächer. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Mit dem Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. O ihr Gläubigen, macht euch nicht vor Allah und seinem Gesandten wichtig und fürchtet Allah. Allah ist fürwahr hörend, wissend. O ihr Gläubigen, erhebt eure Stimme nicht über die Stimme des Propheten. Auch sprecht zu ihm nicht so laut wie zueinander, damit eure Werke nicht hinfällig werden, ohne dass ihr es bemerkt. Diejenigen, die ihre Stimme vor dem Gesandten Allahs senken, Sie sind es gewiss, deren Herzen Allah auf Gottes Furcht hin geprüft hat. Ihnen ist Verzeihung und gewaltiger Lohn bestimmt.
Diejenigen, die nach dir rufen, während du in deinen Gemächern bist, die meisten von ihnen machen sich keine Gedanken. Hätten sie sich geduldet, bis du zu ihnen herauskommst, wäre es besser für sie gewesen. Und Allah ist verzeihend, barmherzig. Und Allah ist verzeihend und barmherzig. Liebe Geschwister, aus diesem Abschnitt sehen wir bereits, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ständig im Einsatz war, sodass er sogar in seinen Privatgemächern gerufen wurde von Menschen, die den Islam neu angenommen haben, beziehungsweise nicht abwarten konnten, ihr Anliegen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterzugeben. Kommt Allah und seinem Gesandten nicht zuvor. Eine der Bedeutungen dessen ist, ja, dass man nichts sagen soll, was dem Koran oder aber der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerspricht, wie Ibn Kathir in seinem Koran-Kommentar erwähnt. Und Allah sagt, dass er allhörend und allwissend ist, allhörend in Bezug auf das, was wir sagen und allwissend in Bezug auf das, was wir in unserem Innersten denken, beziehungsweise unsere Gedanken, die wir nicht aussprechen. Und dass man seine Stimme nicht gegenüber der Stimme des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erheben soll, das war etwas, was sogar Abu Bakr und Omar passierte und uns auch passieren kann. Und wir werden gleich klären, wie und in welcher Form. Weil Abu Bakr und Omar, Allah möge mit beiden zufrieden sein, sie stritten in der Anwesenheit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und erhoben dabei ihre Stimmen. Das heißt, wenn diese Tat den Besten der Nicht-Propheten widerfahren kann, sollen auch wir vorsichtig sein, dass dies uns nicht passiert. Und wir fragen uns, wie kann uns dies heute passieren, wo der Gesandte nicht gegenwärtig ist? Die Antwort folgt darauf gleich. Nur wir sollen sie erwarten mit dem Bewusstsein, dass auch wir diesen Fehler machen können. Und Allah Ta'ala erwarnt davor, dass dies dazu führen kann, dass die Werke hinfällig werden. Das heißt, all das, was man sich an Belohnungen zusammengesammelt hat, dass dies von Allah Ta'ala gestrichen wird. Als Omar die Offenbarung dessen vernommen hat, hat er danach nur noch so leise gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn oft fragen musste, seine Worte zu wiederholen. Ja? Weil Omar dies als bleibende Lektion für sein Leben mitgenommen hat. Und so sollen auch wir, liebe Geschwister, unsere Lektionen immer bleibend lernen und nicht immer wieder dieselben Lektionen, ja, immer wieder und immer wieder von Neuem lernen. Das kennen wir, oder? Dieselben Fallen, in die wir immer wieder hineintappen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Mu'min nicht zweimal in dasselbe Loch, in dieselbe Falle hineinstürzt. In dasselbe Loch, in dieselbe Falle hineinstürzt. Die Gelehrten sagen, wenn heutzutage jemand sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das heißt, man weiß, ja, dass ein Hadith folgt, oder man ist in einer Sitzung, in der Hadithe vorgetragen werden oder in der religiöses Wissen vermittelt wird. Und wenn man sich in diesem Moment, ja, so verhält, wie Allah Ta'ala davor warnt im Koran, nämlich dass man seine Stimme erhebt, ja, dann würde dies gleichermaßen zutreffen. Denn auch wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht anwesend ist, aber seine Worte sind anwesend, stimmt's? Seine Worte sind anwesend. Das heißt, man soll gegenüber den Worten des Gesandten, wenn sie verlesen werden, ja, sich nicht arrogant gebären und nicht die Stimme erheben und sich gedanklich davon abwenden. Und dies zeigt, wie unaufmerksam wir manchmal sind und wie Allah Ta'ala möchte, dass wir nicht nur aufmerksam sind, sondern auch demütig. Das gehört auch, das betrifft auch das Freitagsgebet, ja, dass man währenddessen nicht WhatsAppt, keine SMS schreibt. Ja. Manche im Raum unten oder im Raum oben, die denken, ja, der Imam kann mich hier nicht sehen, ja, hier kann ich besser chatten. Ja. Es geht hier nicht um den Imam. Ja. Einer der Brüder hat gesagt, ich soll mal dort in die Kamera reingucken und sagen, ich sehe euch, so aus Spaß. Ja. Im Sinne von, weil unten das öfters passiert
als oben. Aber hier geht es nicht um, ja, wer von den Menschen was sieht oder nicht, sondern es geht darum, dass wir unseren Respekt Allah Ta'ala und seinem Gesandten gegenüber erweisen. Und subhanallah, einer der Prophetengefährten, Thabit bin Qais, er war sehr traurig, als er diese Koran-Verse hörte, weil er eine sehr laute Stimme hatte und er hat gedacht, das war sein Ende. Und der Prophet fragte nach ihm und sandte nach ihm und Thabit bin Qais sagte, ja, du weißt, o Gesandter Allahs, oder ja, ihr wisst doch, ich bin derjenige mit der lauten Stimme, diese Koran-Verse betreffen mich, meine Werke sind hinfällig geworden. Und der Prophet teilte ihm mit, sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht zu diesen Menschen gehört, sondern dass Allah Ta'ala ihm das Paradies geschrieben hat. Und subhanallah, stellt euch mal vor, euer Arbeitgeber würde sagen, weißt du was, ich vertraue dir, du kriegst lebenslang deinen Lohn ausgezahlt. Kein Problem. Ja, egal was du machst, du kriegst lebenslang deinen Lohn ausgezahlt. Oder jemand würde sagen, ja, im ersten Semester oder am Anfang der 11. Klasse, hier hast du dein Abschlusszeugnis. Ich weiß, der Abschluss ist erst in 3, 4, 5, 6 Jahren, aber ja, du bist des Vertrauens würdig. Wie würden wir uns verhalten, liebe Geschwister? Wie würden wir uns verhalten? Mal ganz ehrlich jetzt. Wären wir danach wirklich so fleißig? Würden wir am Ende wirklich das verdienen? Und Thabit bin Qais hat jetzt gerade ausgesprochen bekommen, dass er das Paradies bekommen wird. Dass er das Paradies bekommen wird. Und Allah Ta'ala sagt in Bezug auf die Prophetengefährten insgesamt, und das ist der Iman in der Ahlus Sunnah, dass alle Prophetengefährten vertrauenswürdig sind. Alle Prophetengefährten sind vertrauenswürdig. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, radiyallahu anhum wa radu an. Allah ist mit ihnen zufrieden und gesteigert und sie sind zufrieden mit ihm. Ja, wer sind wir, dass wir mit ihm zufrieden sind? Ja, das ist eine Formulierung der Liebe, ja, Allah Ta'alas uns gegenüber, dass, oder den Menschen gegenüber, seinen Auserwählten gegenüber, dass er dann noch zusätzlich sagt, und sie sind zufrieden mit ihm. Denn wir haben so oder so zufrieden zu sein. Ja? Selbst wenn wir bestraft sein sollten, sollten wir sagen, oh Allah, ich bin zufrieden mit dem, weil es ist dein Urteil über mich. Es wäre dein Urteil über mich. Ja? Und das ist wie eine besondere Prophezeiung. Wer kann den Prophetengefährten irgendetwas vorwerfen insgesamt? Und diejenigen, die es namentlich ausgesprochen bekommen haben, ja, Abu Bakr und Omar und Othman und Ali, Allah möge mit allen zufrieden sein. Und die weiteren Bekannten, ja, Khadija und Fatima und viele andere, ja, radiallahu anhuma, Prophetengefährten, die noch weiterhin es namentlich ausgesprochen bekommen haben. Und wie vorbildlich ihr Leben danach gewesen ist. Sie waren immer Vorbilder gewesen. Ja. Thabit bin Qais, ebenso immer sehr vorbildlich gewesen. Ja. Und das waren auch seine letzten Worte. Seine letzten Worte waren gewesen, die schlimmste Angewohnheit ist die, die man vom Feind übernimmt. Und dass man seinen Freunden ein schlechtes Vorbild ist. Ja, und seid euren Freunden kein schlechtes Vorbild. Und dann ist er in die Schlacht gestürzt und starb als Märtyrer. Ja, das sind wichtige Worte. Seid euren Umgebenen immer ein gutes Vorbild. Das waren seine letzten Worte. Demjenigen, ja, also desjenigen, der von Allah Ta'ala das Paradies versprochen bekommen hat. Subhanallah. Allah Ta'ala sagt auch im Koran, وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُدُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Halte das rechte Maß in deinem Gang. Ja, wir sollen nicht laufen wie der Boss. Ja, wir wissen, was damit gemeint ist. Oder besonders dahin stolzieren, wenn wir uns fein herausgeputzt haben. Ja? Und dämpfe, mäßige deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Das heißt, Allah Ta'ala vergleicht denjenigen, der immer mit immer so laut spricht und wie der Boss spricht, ja, mit Eseln. Und ihre Stimmen mit Eseln. Wir müssen uns fragen, wie viele von unseren Vorbildern, die wir vielleicht haben als Jugendliche, ja, so Internet, Fernsehvorbilder, wie viele von denen sprechen eigentlich wie Esel, in der koranischen Sprache ausgedrückt. Das heißt so laut und prollhaft, bosshaft, ja.
So, haben wir Esel zu Vorbildern? Ja? Oder Menschen, die wie Esel sprechen und die Allah Ta'ala im Koran tadelt aufgrund ihrer Arroganz? Und nun, subhanallah, eine frohe Botschaft. Allah Ta'ala sprach, dass er einige Herzen auf Gottes Furcht hin geprüft hat. Einige Herzen auf Gottes Furcht hin geprüft hat. Und Omar, er verwendete, Allah möge mit ihm zufrieden sein, diesen Vers als Beleg oder kommentierte seine Auffassung mit diesem Vers belegend, als er die Frage beantwortete, wer besser ist. Derjenige, der eine Sünde begehrt und sie unterlässt, oder derjenige, der keine Sünde begehrte und sie deswegen auch nicht tat. Und er sagte, derjenige, der eine Sünde begehrte, aber sie unterließ, ist bei Allah besser. Warum? Weil Allah prüfte sein Herz auf die Gottesfurcht hin. Das heißt, manche von unseren Sünden, liebe Geschwister, ja, die wir gerne begehen würden, oder manche Dinge, die wir gerne als Sünde begehen würden, Allah prüft uns dadurch. Und wenn wir dazu Nein sagen können, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Allah Ta'ala dieses Herz auf Gottes Furcht hin geprüft hat und man diese Prüfung bestanden hat. Und letztendlich ist das besser als jemand, der gar nicht herausgefordert war. Jetzt sollen wir aber nicht uns in die Schlacht stürzen und sagen, okay, was könnte ich alles an Sünde begehen wollen, und dann lasse ich davon Abstand. Das ist damit nicht gemeint. Denn wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Muslim, er wünscht sich nicht die Begegnung mit dem Feind. Ja, und das kann man auch auf die Sünde anwenden. Ja, hier war natürlich im Rahmen eines Dschihads dies gemeint. Aber die Sünde ist auch ein Feind auf einer gewissen anderen Ebene. Wir wünschen uns nicht, eine Sünde zu begehren. Zu begehren. Das wünschen wir uns nicht. Das brauchen wir uns auch nicht wünschen, weil so oder so werden wir irgendeine Sünde begehren wollen, oder? Keiner soll sagen, mein Herz ist so rein. Ich muss jetzt versuchen, irgendeine Sünde zu begehren und danach Nein zu sagen. Ja? Welcher Idiot würde so fühlen? Ja? Nur ein Idiot würde so fühlen. Nein, so oder so wird es mal passieren, dass du irgendeine Sünde begehren möchtest, ausüben möchtest, aber wenn du dann Nein sagst, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja? Das heißt, lasst uns lernen, Nein zu sagen zu unseren Sünden, und Allah Ta'ala verheißt uns dadurch auch seine Gnade. Weiter sagt Allah Ta'ala, ab nun dem sechsten Vers, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ O ihr Gläubigen, wenn ein Unzuverlässiger mit einer verleumderischen Nachricht zu euch kommt, so klärt die Sache auf, damit ihr niemand unabsichtlich verletzt und euer Verhalten danach bereuen müsst. Und wisst, dass der Gesandte Allahs unter euch ist. Würde er euch in allem folgen, würdet ihr in vielen Angelegenheiten Schaden erleiden. Jedoch hat euch Allah den Glauben lieb gemacht und hat ihn in eure Herzen verankert und euch Unglauben, Schändlichkeit und Aufsässlichkeit verabscheuenswert gemacht. So sind die Rechtgeleiteten. Dank der Großzügigkeit Allahs und seiner Gnade, und Allah ist wissend und weise. Sahel At-Tustari, er kommentierte,
diese Verse dahingehend, ja, dass Allah Ta'ala uns das Schlechte verabscheuenswert gemacht hat und das Gute begehrenswert. Er kommentierte dies damit, dass Allah dies aus seiner Barmherzigkeit heraus getan hat. Allah hat dies aus seiner Barmherzigkeit heraus getan. Aber, also Allah hat unsere Herzen aus seiner Barmherzigkeit gegenüber uns gereinigt, aber wir müssen unsere Herzen ihm gegenüber reinigen, aus einer Pflicht heraus. Er tat es aus Barmherzigkeit, aber wir müssen es aus einer Pflicht heraus tun. Und ein Diener kann diese Pflichten nicht erfüllen, außer durch die Mittel des Imans. Das heißt, all das, was unseren Iman stärkt, danach sollen wir in unserem Leben streben. Und von Allah Ta'ala dieses verlangen. Weil ohne die Imanverleihung von Allah Ta'ala können wir unseren Pflichten nicht nachkommen. Keiner soll denken, ja, er wäre eine Art Rechtschaffenheitsmaschine und er kann Allah Ta'ala dienen, wie er selbst will. Nein, wir brauchen von Allah Ta'ala die Hilfeverleihung. Deswegen sagen wir, ihdina siratal mustaqim. Er führe uns den geraden Weg. Ja? Leite uns den geraden Weg. Warum? Ohne seine Rechtleitung, ja, vermögen wir dies nicht. Wir müssen uns bemühen, Allah Ta'ala darum bitten und Allah Ta'ala garantiert sie uns dann auch. Ja? Aber keiner soll auf seine eigene Kraft sich ausruhen, denn diese Kraft, liebe Geschwister, ja, die haben wir nicht. Wir benötigen Allah Ta'ala, da wir schwache Geschöpfe sind. Allah sagt weiter: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wenn nun zwei Parteien der Gläubigen miteinander streiten, dann stiftet unter ihnen Frieden. Wenn aber die eine sich gegen die andere vergeht, dann kämpft gegen die, welche sich vergeht, bis sie unter Allahs Befehl zurückkehrt. Falls sie aber zurückkehrt, stiftet unter ihnen Frieden nach Gerechtigkeit und Billigkeit. Ihr seid gerecht, Allah liebt für wahr die Gerechthandelnden. Und seid gerecht, Allah liebt für wahr die Gerechthandelnden. Die Gläubigen sind ja Geschwister, darum stiftet unter euren Geschwistern Frieden. Und seid gottesfürchtig, damit ihr Barmherzigkeit findet. O ihr Gläubigen, kein Volk, keine Gruppe soll über ein anderes spotten. Vielleicht sind sie besser als sie. Auch Frauen nicht über andere Frauen. Vielleicht sind sie besser als sie. Verleumdet einander nicht und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist es, jemand als sündhaft zu bezeichnen, nachdem er den Glauben angenommen hat.
und wer es nicht bereut, tut Unrecht. O ihr Gläubigen, vermeidet möglichst viel Argwohn, denn mancher Argwohn ist Sünde. Und bespitzelt euch nicht und redet nicht hinter dem Rücken schlecht übereinander. Würde jemand von euch etwa gerne das Fleisch seines toten Bruders essen, ihr würdet es verabscheuen. Und fürchtet Allah, Allah ist fürwahr bereit zu vergeben und barmherzig. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Sibabul Muslim Fusuq wa Qitaluhu Kufr. Das Beleidigen eines Muslims ist eine Grenzübertretung, eine Sünde, und gegen ihn zu kämpfen ist Kufr. Gegen ihn zu kämpfen ist Kufr. Und Allah Ta'ala erwähnt aber hier, dass es passieren kann, dass zwei Gruppen nicht nur von Muslimen, sondern von Mu'minin gegeneinander kämpfen. Wie kann das jetzt sein? Ja? Wenn wir diesen Hadith mit dem Koranvers oberflächlich verstehen, gibt es einen Widerspruch. Weil der eine Hadith sagt, gegen einen Mu'min zu kämpfen ist Kufr. Wenn also zwei Mu'minin gegeneinander kämpfen oder zwei Gruppen, ja, dann ist da irgendwie Kufr im Spiel anscheinend. Das heißt, eine von beiden Gruppen oder Personen kann noch nicht mal Iman haben, geschweige denn Muslim sein. Oder noch nicht mal Muslim sein, geschweige denn als Mu'min bezeichnet werden. Ja? Aber der Koranvers sagt, dass dies passieren kann. Ja? Und die Gelehrten erklären dies, liebe Geschwister, dahingehend, dass diese Tat eine Tat wäre, die nicht zu den Mu'minin zählt. Aber sie sind immer noch Gläubige. Dies kann passieren. Prophetengefährten, liebe Geschwister, wir kennen die traurigen Ereignisse. Prophetengefährten haben teilweise gegeneinander das Schwert erhoben, aber in den besten Absichten und auch auf beste Art und Weise, ohne jegliche zusätzliche Grenzübertretungen. Sie taten es, weil sie jeweils vom Besten ausgingen, ohne persönliche Interessen. Und das ist es, liebe Geschwister, was uns als Gemeinde manchmal fehlt. Wenn zwei streiten, ja, ist immer entweder der eine oder der andere total schuld und ein Teufel und ja. Aber nein, manchmal kann es passieren, dass zwei sehr gute, gläubige Menschen miteinander ein Missverständnis haben. Und beide haben beste Absichten und beide haben Argumente. Denn ohne Argumente würden Mu'minin niemals handeln. Ja, und unsere Sahabis sowieso haben für ihre Taten jeweils immer eine Rechtfertigung Allah Ta'ala gegenüber gehabt, eine Begründung für ihre Taten gehabt. Und deswegen müssen wir ein bisschen Abstand nehmen von dieser Vorverurteilung. Sie ist sehr gefährlich, wie Allah Ta'ala auch im weiteren Verlauf uns mitgegeben hat. Ja? Dass man nicht übel mutmaßen soll. Bruder, als unser geehrter Bruder Ali, ja, dem Allah Ta'ala Einsicht gegeben hat, aber kein Augenlicht. Als er auf deinen Fuß getreten ist, da hast du auch erstmal dich gewundert, was ist hier los? Ne? Ja? Und dann denken wir, was ist hier los? Und dann kommen die üblen Gedanken. Ja, kann er nicht aufpassen oder dies oder jenes? Ja? Warum macht er dies oder jenes? Allah Ta'ala sagt, hüte dich vor diesen Vorverurteilungen, von diesen Mutmaßungen. Denn manche Mutmaßung ist Sünde. Natürlich, das ist jetzt keine, ja, wir verstehen uns richtig. Ja? Die Situation war eine der Situationen, ja, die wir als Lehre nehmen können. Wir sollen nicht vorverurteilen, wir sollen erstmal schauen, was ist eigentlich Sache. Ja? Aber manchmal sind wir leicht reizbar, stimmt's? Woran liegt das eigentlich? Woran liegt es, dass manchmal eine Geste, ein falsches Anschauen, ein Wort, was man so oder so verstehen kann, einen gleich hoch in die Luft gehen lässt? Ja? Wir müssen grundsätzlich sehr ruhig sein. Ja? Mein erster Koranlehrer, Allah ist mein Zeuge über das, was ich jetzt sage, dass das wahr ist, wie ich es erzähle, ja? Das ist mir mit meinem ersten Koranlehrer passiert. Ich bin unterwegs und ihr wisst, ich telefoniere viel. Das war damals schon der Fall. Und manchmal vergesse ich, wen ich anrufe. Ist so. Ich rufe an und dann andere Gedanken sind im Kopf und dann geht jemand ran und dann bin ich erstmal verwirrt. Ich rufe an und dann höre ich eine Frauenstimme und ich denke, es ist meine Frau. Und dann sage ich, ja, hallo, mein Schatz. Ja? Und wer ist das? Das ist die Frau von meinem Koranlehrer. Ja.
Dann habe ich erst gemerkt, ich habe bei meinem Koranlehrer zu Hause angerufen, ja? Und dann, oh, Entschuldigung, Astaghfirullah, so und so. Ich habe gedacht, dass ich bei mir zu Hause anrufe, ja? Und dann später, als ich das meinem Koranlehrer erzählt habe, sagte er, kein Problem. Und ich habe es in seinen Augen gesehen, es ist nichts, ja? Manchmal bringt Allah Ta'ala uns in Situationen, wo es schön ist, wenn wir sehen, ah, der Bruder hat nicht schlecht über mich gedacht. Er hätte mich auch so falsch verstehen können, aber er hat es nicht getan. Oder er hat es getan, aber dann hat er einen Rückzieher gemacht und Allah Ta'ala um Vergebung gebeten und gesagt, ach komm, Entschuldigung, Bruder, hier, ich war nicht richtig anwesend, verzeih mir. Ja? Weil diese Situationen, sie werden kommen. Allah Ta'ala prüft uns. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Die Gläubigen sind Geschwister. Allah Ta'ala sagte, dass die Gläubigen Geschwister sind. Und der Prophet sprach, Allah Ta'ala hilft so lange seinem Diener, wie dieser Diener im Dienst an seine Glaubensgeschwister steht. Wenn du deinem Bruder, deiner Schwester im Glauben hilfst, dann ist Allah Ta'alas Hilfe auch immer mit dir. Und das sagt dir der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und auch für das Bittgebet, wenn man für jemanden anderen bittet, ja, die Engel sagen Amin und für dich dasselbe. Amin und für dich dasselbe. Sobald wir für jemanden bitten, ja, und der Hadith sagt, in dessen Abwesenheit, ja, der ist jetzt gerade nicht da und wir bitten für ihn, die Engel sagen Amin. Und für dich dasselbe. Und einige Gelehrte haben gesagt, ja, das ist ja ein Zeichen dessen, dass Allah Ta'ala dieses Bittgebet erhören möchte. Sonst hätte der Gesandte ja nicht darüber gesprochen. Sonst hätte Allah Ta'ala keine Engel erschaffen, die dann diese Aufgabe erfüllen, Amin zu sagen für das Bittgebet desjenigen, der für jemanden anderen bittet, während letzterer abwesend ist. Und für dich dasselbe. Jetzt sagten einige Gelehrte, Moment, ist nicht der Engel, bist du nicht auch, der jetzt für deinen Bruder, für seine Schwester bittet, bist du nicht auch abwesend vom Engel? Und der Engel bittet gerade für dich? Versteht ihr? Merkt ihr? Ja? Das heißt auch, der Engel bittet dann in deiner Abwesenheit für dich. Und Allah Ta'ala sagte ja, dass dieses Bittgebet erhört wird. Ja, das ist also, geht noch weiter. Ja, nicht nur du für deinen Bruder, sondern der Engel für dich. Und Allah Ta'ala möge beide Bittgebete erhören. Ja, das ist etwas Besonderes. Das geht weiter, subhanallah. Ja? Und diese Geschwisterlichkeit brauchen wir. Muhammad al-Razali, er sagte, wenn du siehst, dass die Muslime untereinander streiten und mit Lästereien überhäufen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass andere über sie regieren werden. Ja? Weil erst unsere Uneinigkeit kommt und dann kommt die Beherrschung anderer über uns. Aber wenn wir einig sind, liebe Geschwister, ja, dann sind wir nicht manipulierbar. Dann sind wir nicht unterdrückbar, nicht unterjochbar. Ja? Und womit fängt das alles an? Mit dem Herzen, das, was wir über andere Menschen denken. Wenn wir über sie Gutes denken, dann werden wir auch über sie Gutes sprechen. Oder wir werden ihre Taten richtig einordnen können. Omar sagte, ja, verurteile nie einen Bruder für das, was er sagt, wenn du es gut auslegen kannst, wenn du eine Erklärung dafür finden kannst, warum er das gesagt hat. Das heißt, suche nach diesen Erklärungen. Wie hat er es gemeint? Ja, wie Allah Ta'ala sagte, fatabayyanu. Er finde das heraus. Wie hat er das gemeint? In welchem Kontext hat er das vielleicht gesagt? Und eine andere Qira'a, fatathabbatu. Hat er es überhaupt gesagt? Vielleicht hat er es gar nicht gesagt. Ja, wir wissen, manchmal verbreiten sich Dinge und am Ende, ja, ich habe da gar nichts gesagt. Ja? Oder er hat es gesagt, aber er hat es anders gemeint. Sahl al-Tustari, es war einer der großen Asketen gewesen. Ja, in den ersten drei Jahrhunderten des Islam gab es jemanden, der sehr viel über die inneren Zustände des Herzens wusste.
Er hat auch einen Tafsir gelehrt, der in ununterbrochener Kette weitergeleitet wurde. Ja, es war eine besondere Person. Ibn Qayyim zitiert ihn und Al-Razali zitiert ihn. Er ist einer unserer Geehrten, ja, einer der Rechtschaffenen. Und er sagte, ja, dass man nicht nach den Fehlern der anderen suchen soll. Man soll nicht nach den Fehlern der anderen suchen, denn sonst wird es einem passieren, dass man denselben Fehler auch begeht. Ja? Oder wenn man irgendwie über die Fehler der anderen lästert oder irgendwie eine Meinung hat, ah, guck, der ist weniger als ich oder so, ja, dann wird Allah Ta'ala diese Person damit prüfen, dass er auch denselben Fehler begeht. Und das haben viele der rechtschaffenen Vorfahren gesagt, ja, dass man davor sich hüten soll, jemanden vorzuverurteilen, ja, oder zu abzuurteilen, weil Allah Ta'ala einen dann in eine ähnliche Lage bringen wird. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. O Allah, wir bitten dich an diesem besonderen Tag, an diesem Tag, der zwei Feste vereint, das wöchentliche Fest des Freitages und das jährliche Fest des Opferns, des Schlachtens, O Allah. Wir bitten dich bitte, erhöre unsere Bittgebete, segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefolgsleute und seine Familienangehörigen und lasse uns in den Fußspuren seiner Gefolgsleute wandern, O Allah, und selber zu diesen werden. O Allah, bitte habe uns vergeben, bitte belohne uns für unsere Aufopferungen, bitte reinige unsere Herzen, bitte lass uns das Gute über unsere Geschwister denken, bitte lass uns Gutes übereinander sprechen, miteinander zusammenhalten, O Allah, füreinander einstehen, einander immer behilflich sein, O Allah, füreinander Bittgebete sprechen. Lass uns diese Umma aufbauen, so wie du hast die Sahabis aufgebaut um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, für alle Hartgeprüften, für unsere Geschwister in Myanmar, in Burma, in Bangladesch, für die Zehntausenden Geflüchteten und Gefangenen und Bekriegten in dieser Gegend, in Palästina, ja Allah, im Irak, in Syrien, in anderen Krisengebieten und Katastrophengebieten, für unsere Geschwister in Somalia, die eine schwere Hungersnot durchmachen, O Allah. O Allah, bitte schenke ihnen Erleichterung, schenke ihnen einen Ausweg, schenke ihnen Frieden und Freiheit, schenke uns Selbstbestimmung, O Allah. Und lass uns diese Fremdbestimmung loswerden. Allahumma amin. O Allah, wir bitten dich, bitte lasse uns von unserer Zeit geben, von unserer Gesundheit geben, von unserem Vermögen geben, von unserer Gedankenkraft geben, von unseren Bittgebeten geben, O Allah, und einen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einer besseren Welt zu machen. Lass uns unsere Gebete lieben, O Allah, die Pflichten lieben, O Allah, und Sehnsucht nach dem Freiwilligen haben und aus der Hand des Propheten trinken dürfen am Tage des Gerichts und Nachbarn von allen Propheten zu sein und Nachbarn von allen Prophetengefährten zu sein, O Allah, und dass wir die Hand eines jeden dieser Prophetengefährten küssen dürfen, O Allah, und Danke sagen dafür, dass er einen Anteil daran hatte und sie einen Anteil daran hatte, diese Religion an uns rein und unversehrt weiterzuleiten. O Allah, wir lieben die Rechtschaffenen, auch wenn wir selber nicht zu diesen gehören mögen, aber bitte lass uns auf dem Weg sein, dass wir mehr und mehr zu den Rechtschaffenen werden. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.